Thematik heute, liebe Leute. Ja, es geht um das Thema Ex zurückgewinnen, die drei Phasen, wie du deine Partnerin zurückbekommen kannst. Ja, herzlich willkommen wieder mal bei F&M TV. Ja, das Thema, ich habe es gerade angesprochen, Ex zurück, Freundin gewinnen, wie es ganz einfach darum steht, wenn man hier als Mann hier, werden hier drei Phasen so angeraten, wie man hier praktisch seine Ex-Freundin wieder an seine Ex-Freundin rankommt, die Ex-Freundin zurückgewinnt, sozusagen hier an die Ex-Partnerin hier wieder rankommt. Und diesmal sind wir in die weibliche Hemisphäre einmal reingegangen, haben uns mal ein Video von einer Dame mal angesehen, das ist die Nadine Kretz. Die Quelle zu diesem Video findet ihr wie gehabt unten in der Beschreibung. Ja, und wir haben auch dieses Video mal in Augenschein genommen, sozusagen, nehmen wir mal in Augenschein und hinterfragen das natürlich auch so mit diesen gängigen Fakten, die Evolutionspsychologie, die Verführungskunst, die Mutter Natur ganz einfach mal so in die Wege geleitet hat, hinterfragen das in so manchen Aspekten und Ansichten, stellen auch ein paar Sachen ganz einfach auch einmal fest für uns einmal, kommentieren das Ganze mal ein bisschen, ja, das ganze Ding, und das lassen wir wie gehabt einfach mal in eineinhalbfacher Geschwindigkeit hier durchlaufen, weil sonst wird das ganze Ding hier ganz einfach auch viel zu lange. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Autorin von mittlerweile 6 Beziehungsbüchern und Beziehungsmanagerin. Ich verhelfe also zu glücklicheren Beziehungen, zur Liebe, zu dir selbst und zu einem Partner. Wie kann ich auch einen Partner ins Leben ziehen? Ja, oder gerade wenn er irgendwie wieder weg ist. Ich habe sehr viele Kunden, die zu mir kommen, die verlassen worden sind, beziehungsweise wo die Partnerschaft oder die Ehe gerade in die Brüche gegangen ist, und die möchten Hinweise und Strategien haben, wie sie die Frau oder die Ex-Freundin wieder zurückgewinnen können. Es gibt verschiedene Dinge. Es gibt zum einen, gibt es halt so kleine Strategien, die man damit einbringen kann und die man auch mit einbringen sollte. Doch wenn die Ex-Freundin, ich sage jetzt einfach mal Ex-Freundin, und für Frauen gilt das übrigens genauso. Das ist ja, letztendlich ist es das ähnliche Verfahren, aber eben einmal mit den Mann-Frau-Rollen getauscht. Also, wenn die Ex-Freundin dann eben weg ist. Was mir hier schon einmal sehr, sehr gut an der Dame hier gefällt, ist, dass die das hier geschlechterspezifisch trennt. Das ist schon einmal sehr gut. Das machen in dieser Branche nämlich die allerwenigsten. Doch irgendwo schwingt da doch dann schon dieser egalitäre Gleichheitswahn hier mit. Besonders wenn das heißt, so letzten Endes ist es das ähnliche Verfahren, nur mit Mann-Frau-Rollen hier vertauscht. Also so einfach hier ist das nicht. Besonders wenn man das hier aus den Blickwinkeln der Evolutionspsychologie hier betrachtet, diese Geschichte und oft hier. Hat sie dann auch einen anderen. Oft geht sie, weil sie einen anderen gefunden hat, mit dem du dann ersetzt worden bist. Und das ist dann halt richtig bitter. Und das schmerzt doppelt und dreifach. Das Blöde ist, dass, ja, wie sagt... Das finde ich jetzt ziemlich interessant, weil, da gebe ich ihr auch recht, das wird auch primär so von Frauen gemacht. Das ist ganz einfach diese Tatsache. Das ist, in der Szene kennt man das als dieses Monkey Branching, wo da praktisch hier von einem Lager hier ins andere ganz einfach geschwungen wird. Da gibt es auch zahllose Studien hier über diese Geschichte und auch etliche Arbeiten und Artikel. Und da gibt es zum Beispiel diese eine Doktorarbeit. Nee, fassen wir das Ganze jetzt mal kurz, sonst kommen wir da zu weit raus. Es ist ganz einfach so, dass Frauen in der Regel immer so einen Plan B Hintermann irgendwo so in der Hand haben. Das ist ganz einfach. Ich meine, das habe ich schon bei so vielen Freundinnen, bei so vielen Bekannten oder auch im Klientel irgendwo im Laufe meines Lebens ganz einfach immer irgendwo mitbekommen. Die haben irgendwo auf Facebook, Instagram, so in diesen Checkboxen eine ganze Armada von Typen, wo da Kerle da mit dabei sind, die sich schon seit Ewigkeiten hier so aus der Ferne ganz einfach anhimmeln. Und da habe ich ja in diesem Video hier ja schon einmal was dazu gesagt, wo da eine gute Freundin von, Link unten in der Beschreibung oder Infobox oder zum Ende des Videos hängen wir es euch wieder dran, müsst ihr mal schauen, wo da diese eine Freundin von mir ganz einfach auch da ist, die heute noch immer so, also im Durchschnitt so 10, 15 von diesen Typen da ganz einfach hat, die immer wieder mal fragen, oh, oder immer mal so sagen, ja, oh, du hast ja heute ein schönes Kleid, oh, du siehst ja heute mal wieder so toll aus, und oh, wollen wir nicht mal endlich eine Tasse Kaffee trinken gehen hier. Und das ist ja...
dadurch gibt es ja auch zahlreiche Statistiken dazu. Und das habe ich ja hier in diesem Video hier auch mal gesagt, auch mal in der Infobox mal gucken oder zum Ende des Videos hier. Es ist für Frauen ganz einfach einfacher, viel schneller wieder einen sexuellen Zugriff zu bekommen, wie für einen Mann. Männer haben es ja ganz einfach schwieriger. Du musst ja als Mann immer wieder wegen dem Status ganz einfach schauen. Wirtschaftlicher Status, finanzieller Status, sozialökonomischer Status, Alter und. Und du musst ja hier deiner maskulinen Energie ja voll bewusst sein, um überhaupt von den Frauen wirklich wahrgenommen zu werden. Weil wirklich wahrgenommen werden ja in der Regel nur 20% der Männer von den meisten Frauen. Also 80%, du musst hier aber unterscheiden, weil gesehen werden ist was anderes wie wahrgenommen werden. Wahrgenommen werden ist wiederum was anderes wie betrachten. Und erst einmal zum Betrachten hinkommen, Meister. Das ist halt die Situation. Und bei den, bei diesen 80%, die sind ganz einfach für die meisten Frauen ganz einfach non-existent. Und da komme ich zum späteren Videoverlauf noch einmal konkreter dazu, was es mit dieser Dominanz ganz einfach auf sich hat. Das Witzige daran ist, dass eben diese 20% der Männer, die von den meisten Frauen ganz einfach wahrgenommen werden, in den Augen der meisten Frauen ganz einfach attraktiv hier erscheinen. So verschieden sie auch sind, so haben sie auch alle irgendwo eine Sache gemeinsam. Die operieren alle im oberen Level der Dominanzhierarchie. Das haben diese Typen, dieses eine Merkmal, das haben diese Typen ja hier alle hier gemeinsam. Und ich meine, das ist ja auch keine leere Behauptung hier von mir. Das kann man ja alles nachgoogeln. Dafür gibt es umfangreiche Studien, zahllose Arbeiten im Netz. Und selber, da kriegt man das ja auch hier in seinem Umfeld ja auch immer irgendwie mit. Ich meine, man muss ja hier nur genauer hinschauen hier bei dieser Geschichte hier. Es ist ganz einfach so, die durchschnittliche Frau, die hat im Vergleich zu dem durchschnittlichen Mann ganz einfach einen höheren sexuellen Marktwert. Im Durchschnitt. Ach, wie sage ich das am besten? Die Männer haben oft eine Denke, die Frau ist da, kein Problem. Die Frau ist nicht da, Problem. Aber es gibt dazwischen, gibt es noch so ganz viele Stufen und in der Regel ist es so, dass wir Frauen auch versuchen, euch Männern zu sagen, das funktioniert hier gerade so gar nicht mehr. Wenn wir so weitermachen, wird die Beziehung zu Ende. Also die Aussage da gerade, die ist schon richtig. Ja. Also gerade sie vermittelt das jetzt so, die Männer wissen nicht, wie Frauen so sind und die stellt die Männer als so simplifizierend, so dämlich irgendwo dar, dass der Mann nur so binär zwischen 1 und 0 denkt. Oh, die Frau ist da, okay, die Frau ist nicht da, nicht okay. Also wenn ich diese Aussage da, wenn ich jetzt diese Aussage da in einem Video über Frauen tätigen würde, mir würde man Sexismus vorwerfen. Das ist eine Tatsache. Sein. Oder ich werde irgendwann mich anderweitig umschauen. Und das funktioniert dann leider so, dass sie dich verlässt und sie hat dann direkt einen neuen. Und das ist dann richtig übel. Oder der Neue hat die Situation genutzt, dass ihr Streitigkeiten habt und sie hat das dann ausgenutzt. In den seltensten Fällen ist es so, dass wenn eine Beziehung wirklich wunderbar funktioniert, dass die Partnerin dann abhaut oder fremdgeht. Oder beides. Daher achte auf die Zeichen. Das ist leider auch nicht korrekt. Zumindest kann ich das von meiner Seite her absolut nicht bestätigen. Ich habe das schon so oft hier drin schon gehabt, jetzt auch nicht nur beruflich. Da gibt es immer wieder Frauen, die sind glücklich, die sind zufrieden, die führen da hier so eine Ehe, teilweise mit Kindern und haben dann solche Ausrutscher. Und ich meine, ich bin jetzt nur ein Typ aus Augsburg, dem das immer wieder ganz einfach einmal zugetragen worden ist, der es immer wieder mal mitbekommen hat. Das bedeutet, wenn das jetzt nur ich mitgekriegt habe, dann muss ja die Dunkelziffer da draußen ja eine viel höhere sein. Ich meine, ich habe ja selber vor kurzem erst diesen Fall gehabt, das war eine ganz nette, liebe Dame, die wollte ihren Ex zurückhaben, weil der Schluss gemacht hat, weil sie ganz einfach fremdgegangen ist. Da war in diesem Fall ganz einfach so, die beiden waren verheiratet, sind verheiratet immer noch, die haben ganz einfach Kinder und ihr Mann, der hat auch einen sehr hohen sozialökonomischen Status hier aufgekörpert. Und dann plötzlich war auf dieser Party, da trifft sie diese alte Uni-Liebe davon damals und plötzlich tauscht man da Nummern aus, plötzlich trifft man dann sich, aus diesem Treffen wird ein One-Night-Stand oder aus diesem One-Night-Stand wurde dann eine 6 Monate lange Affäre, die dann natürlich dann aufgeflogen ist. Und umgekehrt passt es ja auch. Ich meine, auch in höherer Zahl dann natürlich auch. Ich habe das hier regelmäßig, so Anfragen von Typen, da hat alles gepasst. Und trotzdem ist sie da weg, teilweise auch mit einem anderen Kerl hier. Und da hat sie auch rauskristallisiert, die Typen, die haben hier teilweise einen sehr guten Status ja auch gehabt und so super Verhaltensweisen, aber sie haben immer mehr und mehr im Laufe der Beziehung so ein anti-maskulines Auftreten auch in der Kommunikation irgendwo entwickeln, wo die Frau kurz oder lang hier die Typen ganz einfach verlassen musste. Blieb ja hier schon praktisch fast gar nichts anderes übrig. Ja sicher, feminine Kommunikation beim Mann, man nennt so etwas auch Beta-Backslides hier. Das ist Abbau von maskuliner Energie. Und irgendwo
Wenn man dieser Basis hier folgt, dann ist er irgendwo dann auch irgendwo selber schuld. Ja, aber es gibt hier nicht der Frau das Recht, so eine Scheiße mit diesem Typen ganz einfach abzuziehen. Aber darum geht es jetzt hier auch gar nicht. Es geht hier jetzt nicht hier um irgendwelche Paradigmen, die hier darum zu durchleuchten, was jetzt moralisch verwerflich ist und was... Was jetzt hier die kulturellen Aspekte ist, hier geht es nicht um irgendwie, wer hat jetzt hier Schuld oder wer wird jetzt hier angeklagt oder wer wird jetzt hier verteidigt. Darum geht es nicht. Es geht ganz einfach darum, hier das Ganze mal aus den Gesetzen von Mutter Natur ganz einfach hier zu betrachten und diese Mechaniken des Unterbewusstseins hier mal zu verstehen. Und diese Aussage hier, dass es angeblich so selten bei Frauen in glücklichen Beziehungen vorkommt, genau diese Aussage hier zu hinterfragen, darum geht es. Und wenn die Beziehung intakt ist, wie jetzt zum Beispiel hier bei meiner Klientin da, die jetzt da weg ist, wo da diese Uniliebe hier da plötzlich aufgetaucht ist, da hat ja in der Ehe doch da auch alles gepasst. Und trotzdem hat sie diesen Alpha-Fax gemacht. Im Grunde ist es so, dass die Gründe dafür ganz einfach im Unterbewusstsein ganz einfach liegen. Da, wo der Verstand auch gar nicht regiert und da, wo bedauerlicherweise auch die ganzen Entscheidungen hier getroffen werden. Und da habe ich ja im Free-Content schon hier einiges gesagt und im direkten Coaching erkläre ich dann genau, was es da und wie es da mit diesen Mechanismen hier da auf sich hat. Und hier im Free-Content eröffne ich mal etwas, ich gebe mal hier mal so einen neuen Mechanismus beziehungsweise etwas Neues hier mal frei, und das ist ganz einfach ein Attraction Loss, so dieser Mechanismus, das ist bei Männern und Frauen irgendwo gleich, so diese emotionale Abhängigkeit ganz einfach von dem anderen. Das ist im Unterbewusstsein kommt es ganz einfach aus diesem Beta-Wellenmuster, und genau der Gegenpart im Alpha-Wellenmuster, das ist ganz einfach die emotionale Freiheit von dem anderen. Und wenn jetzt bei diesem Beispiel, wie bei meiner Klientin da, wo ich diesen Scheiß da wieder eingerenkt habe, da hast du es ja auch gehabt, da taucht da plötzlich wieder dieser Uniprinz da auf, der sie zwar schon ungeheuer interessant hier auch findet, aber dessen Frame hier völlig unabhängig von ihrem hier operiert. Und damit ist er ganz einfach schon mal interessant. Damit hat er schon sich einfach Spikes, so nennt man das ganz einfach hier rein. Und wenn jetzt im Laufe der Zeit ihr Mann, der zwar immer noch so einen hohen Status hier verkörpert, hier Lokalpromi und was weiß ich alles ist, hier im Laufe der Zeit hier dieses Gefühl der emotionalen Abhängigkeit und noch weitere, sage ich einmal, hier Beta-Spikes hier setzt, und der andere dann hier weitere Alpha-Spikes gesetzt, da ist doch der Marker, ob die Beziehung hier funktioniert oder nicht, ja dann doch gar nicht mehr ausschlaggebend dafür, ob sie jetzt Monkey Branch oder nicht. Und das ist ja auch so eine der heftigsten Fehlinformationen aus der Matrix, dem Fernsehen und diesen ganzen Shows, wo irgend so ein Doktor vom Paartherapeut auftaucht oder so Artikel aus irgendwelchen Sachen hier aus dem Internet, wo hier dieses Blue-Pill-Mindset hier regiert. Wonach nur fremdgegangen wird bei der Frau, wenn in der Beziehung irgendwas nicht stimmt. Ich meine, das stimmt doch absolut nicht. Du hast ja ein Unterbewusstsein hier. Aber Millionen von Millionen Informationen pro Sekunde, die da gefiltert werden, die bearbeitet werden. Du hast ja hier nie so eine Singularität. Diese Ausführung der Entscheidung, die kommt doch sowieso erst nach der Rationalisierung. Ich meine, bei Männern, da hast du es ja auch so oft. Da wird man schnell zu so einer Dame gefahren, ein paar Euro in die Hand gedrückt, um hier diese Lustbefriedigung hier ganz einfach zu haben. Oder wo eine Affäre ganz einfach hochgezogen wird, um diese persönliche Aufwertung hier ganz einfach zu erlangen. Und der Unterschied ist bei Frauen ganz einfach auch der, das erkläre ich dann aber im Coaching konkreter, ich fasse das jetzt bloß mal oberflächlich hier zusammen. Die hat ja im Unterbewusstsein tendenziell dieses Schwanken von diesem Mr. Sexy und diesem Mr. Sicher. Ganz einfach. Und das oszilliert da die ganze Zeit. Und wenn unser Mister hier in der Mitte sich immer mehr und mehr in diese Mr. Sicher-Song hier begibt und dieses Mr. Sexy hier dann komplett rausfällt, ja, dann wird früher oder später diese Komponente von einem anderen Mann ganz einfach erfüllt werden. Und da ist die Lage der Beziehung ja noch nicht ausschlaggebend dafür, ob sie jetzt hier bei einem Typen schwach wird oder nicht. Wenn du also gerade noch in einer Beziehung steckst, die kompliziert ist und wo Streitigkeiten aufgetreten sind, versuche wirklich das Gespräch zu suchen, euch gegenseitig zuzuhören, damit dieser Punkt erst gar nicht erreicht wird. Daher, wenn meine Kunden auch früher zu mir kommen würden, wäre es viel, viel einfacher, den Ex-Partner oder die Ex-Freundin wieder zurückzugewinnen, als wenn das Kind bereits im Brunnen gefallen ist. Nun gut, jetzt ist die Ex-Freundin nun mal schon weg, einen anderen hat sie auch kennengelernt, sie ist sogar vielleicht ausgezogen und das ist erstmal sehr, sehr schmerzhaft. Du bist sauer, du bist enttäuscht, du bist wütend, kannst es vielleicht auch gar nicht verstehen, warum das jetzt so weit gekommen ist, weil du die Anzeichen vorher nicht gesehen oder übersehen hast. Okay, was tun, wenn es soweit ist? Willst du es wissen? Dann gib mir doch schon mal ein Like nach oben, würde ich mich sehr freuen. Also, das Allerwichtigste in dieser Situation ist erstmal kein... Also nett ist es schon, ja. Das ist schwierig, weil man ist in der Situation einfach sehr verletzt und da dann die Emotionen hochkochen, ruhig zu bleiben, nicht sauer und wütend zu sein
oder das zumindest auszudrücken, ist sehr schwierig. Daher, wenn die Emotionen hochkochen, lass das bei einem Freund oder bei einer Freundin, die dich unterstützt und in der Situation für dich da ist, oder such dir einen Coach, aber lass diese geballte Ladung idealerweise nicht an deiner Ex-Freundin aus, weil das ist definitiv die falsche Strategie, um sie wieder zurückzubekommen, denn sie denkt dann nur, guck, sie... Das ist ein sehr, sehr guter Rat. Das würde ich auf jeden Fall auch so empfehlen. Weil damit verhinderst du ganz einfach so einen heftigen Beta-Rage-Modus, der dich emotional ganz einfach noch unattraktiver macht, als du es bei der Ex sowieso schon bist. Also erstmal Ruhe bewahren. Obwohl diese Reaktion natürlich total normal ist, aber nicht ihr gegenüber. So, zweiter Punkt. Du wirst nicht drum herum kommen, an dir selbst zu arbeiten. Die Strategie, die du danach machen kannst, ist nur Aufgabe 3. Zurückzugewinnen. Aber Aufgabe 2 ist, an dir selbst zu arbeiten. Meistens ist es so, wie gesagt, für Frauen gilt genau das Gleiche, dass man sich in der Beziehung selbst verloren hat. Das heißt, der andere hat eine höhere Wertigkeit bekommen als man selbst. Und dann fängt der Schlamassel an. Denn dann ist man auch nicht mehr der selbstbewusste starke Mann oder die selbstbewusste starke Frau, sondern dann ist man einfach nur noch vollwertig mit der anderen Person. Und das schafft automatisch eine Distanz. Und diese Distanz oder diese automatische Distanz, die da hergestellt wird, sorgt für Streit und Stress und Respektlosigkeit. Einspruch, euer Herrn. Das ist so dieses klassische, das sind so diese klassischen Infos, diese Blue-Pill-Infos, nenne ich es ganz einfach mal gern, wie du sie aus so RTL-Sendungen, Talkshows, Internetforen, Beziehungslektüren oder in irgendwelchen Paartherapien ganz einfach zu hören. Es geht schon mal damit los, dass wie überall sonst in der Öffentlichkeit oder in den Medien behauptet wird, die Frau sei erst dann wieder attraktiv, wenn sie hier wie der Mann selbstsicher und zentriert im Leben steht und eben hier nur ihren eigenen Dingen hinterherläuft. Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Da ist der Mainstream damals in Filmen, Zeitschriften, Lektüren und so weiter hergegangen und hat aus der Verführungskunst genau die Komponente bei diesem Mann, bei dem Mann hier, rausgenommen und das in diesen egalitären Gleichheitswahn 1:1 hier auf die Frau ganz einfach hier übertragen. Und diese in der Partnerschaft hier ausschlaggebende Komponente, die hast du ja ganz einfach nur beim Mann so. Das ist doch bloß beim Mann so, weil wenn der Mann hier dauernd hier sich mit der Frau identifiziert, hier ihr dauernd hinterherläuft und ihr dauernd hier alles recht machen will, dass der ja hier an Anziehung hier verliert, weil er ja nicht mehr diesen sozialökonomischen Status hier verkörpert, der eben diese weibliche Hypergamie hier erfüllen kann, das steht ja hier außer Frage. Währenddessen bei der Frau, da spielen ja völlig andere Komponenten hier eine ausschlaggebende Rolle dafür, dass sie attraktiv ist oder dann eben nicht. Bei manchen Frauen ist es sogar auch scheißegal, wie selbstsicher, wie stark sie hier im Leben steht, sicher ist ihr Unternehmerisches. Das ist wurscht. Ich meine, es ist schön, wenn eine Frau hier stark ist und selbstsicher ist und immer hier mit beiden Beinen im Leben steht. Das ist schon eine schöne Sache, ja. Aber sie muss es nicht. Frau muss es ganz einfach nicht. Das ist eben der springende Punkt. Keiner Frau wird es an helfenden Männerhelden fehlen, wenn sie jetzt hier auf Facebook schreibt, dass sie einen Umzug hat und dafür ganz einfach irgendwelche Typen um Hilfe bittet. Steht absolut nicht zur Debatte. Hingegen ein Typ, der ist gesetzt im Fall, er ist gesundheitlich hier topfit, hier schon belächelt wird, wenn er es nicht schafft, dass er eine Kiste Bier bis in den zweiten Stock hier hochfliegt. Ich meine, kein Schwein interessiert sich dafür, wie stark Lara Croft ist, wie gut die Frau schießen kann und es ist für den sexuellen Marktwert der Frau bei den Männern ganz einfach uninteressant und auch nicht ausschlaggebend dafür, wie viele Typen ganz einfach Lara Croft, also diese Frau hier ganz einfach umhauen kann. Ich meine, das ist super, wenn Angelina Jolie hier da ballern kann und wenn sie hier so selbstsicher stark hier ganz einfach wieder auftritt, aber sie muss es ganz einfach nicht. Ach, du glaubst nicht? Ja, dann stellen wir uns doch einfach einmal in der Hauptrolle von Tomb Raider anstelle von Angelina Jolie, Angela Merkel stellen wir uns jetzt einfach einmal vor, okay? Stellen wir uns die mal vor. Glaubst du, dass Tomb Raider noch so erfolgreich, besonders in der Männerwelt, hier gewesen wäre? Also das wage ich zu bezweifeln, ja, sage ich dir ganz ehrlich. Vielleicht hast du das in deiner Beziehung erfahren, wenn du drüber nachdenkst. Also, finde dich selbst. Hilfreich dafür ist zum Beispiel 100% ich. Das Buch, das gibt ja schon sehr, sehr hilfreiche Aspekte dazu. Oder auch, ich habe auch noch ein Workbook, das schon dahinter.
glaube ich, doch, vielleicht kannst du es sogar sehen. Das ist, ich bin mein eigenes Wunder, die Selbstliebeserklärung. Und wenn du die Frauen besser verstehen willst und kein Coaching buchen möchtest, dann 100 miese Dates und die Suche nach der Liebe. Kriegst du alles auch auf Amazon. Und das sind auf jeden Fall Dinge, die du tun sollst. Schau dir Videos. Einspruch, also das ganze Selbstliebe-Thema, das ist ja alles eine tolle Geschichte. Nur klappen muss das Ganze auch. Weil die meisten, wirklich der Großteil der Bevölkerung, die konfrontieren sich ja selber immer wieder mit solchen Kalendersprüchen wie liebe dich selbst, du zuerst. Aber die Leute können nicht wirklich was damit anfangen. Du musst ja den Menschen Gewohnheiten mitgeben. Du musst den Leuten zum Beispiel in der Persönlichkeitsentwicklung so handfeste Sachen mitgeben, die sie da auch umsetzen können. Anstatt immer solche Kalendersprüche. Wenn du das liest, denkst klar, ja sicher, ich muss mich irgendwo selber lieben, damit ich überhaupt erst einen anderen lieben kann. Ja, das macht ja natürlich dann auch Sinn. Aber letzten Endes sind das ganz einfach solche leeren Phrasen, die auf Papier gebracht werden und da meistens dann auf dem Papier bleiben. Das ist ganz, ganz einfach so. Anstelle, dass das hier mal hier auch in den Schädel wandert, um dort ganz einfach hier verinnerlicht hier zu werden. Ich meine, diese ganzen Sprüche da, die hören sich natürlich da schon alles so bahn, aber im Gegensatz zum Coaching, da steckt da keine pragmatische Anleitung dahinter. Das ist die Situation. Und am Ende sieht es so aus, das habe ich in diesem Video hier schon mal gesagt, Infobox-Beschreibung oder zum Ende des Videos mal gucken. Da hämmerst du dir bloß irgendwelche Affirmationen rein und verinnerlichst dir gar nicht wirklich, was ja bei der Persönlichkeitsentwicklung hier besonders hier bei Ex zurück ja auch hier zwingend hier erforderlich ist. Ja, meine Gratis-E-Books. Es gibt ja genügend Literatur auch, die dir weiterhelfen, aber nutze es auch und mach was für dich, um da rauszukommen. Weil sie wird nicht von alleine zurückkommen, sondern werde die starke, tolle, wertvolle Person, die du ja auch bist. Auch ohne einen Partner. Und wenn du dich wieder zurückgefunden hast und dich wieder selbstbewusst und liebenswert findest, dass du gut genug bist und dass du es verdient hast, geliebt zu werden, dann wird auch deine Ex-Freundin denken so, war das wirklich die richtige Entscheidung, den zu verlassen? Weil wenn ich mir den jetzt so angucke, wow, selbstbewusster Mann, gefällt mir. Das gefällt uns Frauen nun mal. Und ein Mann, der uns die Schlappen hinterher bringt, gefällt uns eben nicht. Das bedeutet nicht, dass wir unterdrückt werden wollen oder sonst irgendwas, oder dass er zum Waschlappen werden soll, sondern nein, beides geht. Also auch eine weiche Seite geht. Es muss nicht dominiert werden, weder von der einen noch der anderen Seite. Sobald eine Dominanz herrscht, ist es nicht liebevoll und ist es nicht auf Augenhöhe. Und dann ist es auch keine gleichwertige Partnerschaft. Diese Modelle gibt es ja noch. Wer sie schön findet, ist ja fein. Müssen sich ja noch beide mit wohlfühlen. Aber diese tiefe Liebe, diese tiefe harmonische Partnerschaft, die gibt es eben in Beziehungen auf Augenhöhe. Also, werde der Mann, der du bist. Das ist jetzt schon mal harter Tobak. Aber fangen wir jetzt mal bei diesen ganzen leeren Wortwitzen nochmal an. Also das findest du echt überall im Internet und das ist echt der Hammer. Finde dich selbst. Erst wenn du dich selbst wieder gefunden hast, werde erst wieder du selbst. Hey, wer ist eigentlich mal selbst? Mal ganz im Ernst, das ganze Selbstkonzept hier, das ist so temporär. Der Mensch, der du jetzt bist, das ist ja nicht mehr der Mensch, der du vor 5 Jahren warst. Ich meine, der Mensch, der ist ja ständig immer im Wandel. Das gibt doch gar kein fixes Selbst, kein festes Selbst. Sei einfach du selbst. Stell dir vor, da ist ein Typ, der sitzt den ganzen Tag im Keller, frisst Chips und zockt dir WoW. So wie unser Yoshi zum Beispiel. Ich meine, da kannst du ja auch nicht zu dem hingehen und sagen, ja, sei einfach du selbst und alles wird zu dir kommen. Das ist absoluter Bullshit. Weil dem sein Selbstbild, das ist ja auch nichts anderes, als wir im Keller sitzen, Chips fressen und hier World of Warcraft spielen hier den ganzen Tag. Das ist so diese ganze Feel-Good-Scheiße hier. Das bringt doch keinem wirklich was. Aber der eigentliche Knacker an der Sache ist ja das. Sie hat gesagt, sobald eine Dominanz herrscht, ist es nicht mehr liebevoll und es ist nicht mehr auf Augenhöhe. Und ferner sagte sie noch, dann ist es nicht mehr eine gleichwertige Partnerschaft. Wie bitte? Also soll das jetzt etwa hier heißen, dass meine Beziehung hier mit meiner Verlobten jetzt weniger wert ist, nur weil ich jetzt der dominantere Part in dieser Beziehung bin hier? Oder bedeutet das hier, dass jetzt zum Beispiel bei der Dagmar und Jan, also wo sie hier eher den maskulin dominanteren Part hier ausfüllen, dass diese Ehe von den beiden, die übrigens skandalfrei sehr erfüllt und sehr gut läuft, schon seit 11 Jahren, dass die jetzt plötzlich keinen Wert mehr hat? Oder sehe ich das jetzt hier falsch? Habe ich das jetzt gerade hier so richtig verstanden? Ich meine, wenn das jetzt halt hier dann auch so stimmt, sind dann diese ganzen Ehen und diese Beziehungen weltweit, bei denen der maskuline Part der Dominanz bei dem einen stärker ausgeprägt ist als wie bei dem anderen, sind dann diese ganzen Ehen jetzt hier wertlos oder wie? Oder auch bei mir im Freundeskreis hier, besonders diese ganzen homosexuellen Ehen hier. Da siehst du es ja auch so oft,
dass ich habe das, wie gesagt, du Freundeskreis, dass da immer einer irgendwo so mehr diesen dominanteren Part hat hier als wie diesen anderen. Sind da diese ganzen gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder Ehen da gar nichts mehr wert oder was? Ich meine, gibt es da keine tiefe Liebe oder keine harmonische Partnerschaft bei denen? Ist das so abwegig oder was? Mal abgesehen davon, schauen wir uns doch gleich einmal die Verkaufszahlen von 50 Shades of Grey an. Weil sie sagt ja hier, Dominanz zwischen zwei Menschen, das geht ja gar nicht. Also, 50 Shades of Grey wurde Stand 2015 hier 125 Millionen Mal verkauft und in 52 Sprachen hier übersetzt. Ein Buch, um dem es um männliche Dominanz von einem narzisstischen, egomanen, selbstverliebten, egozentrischen Arschloch ganz einfach geht, der ein junges Mädel in seinen Keller einsperrt, es fesselt, ihr alles Mögliche reinschiebt, sie verprügelt und Sexspielchen hier praktisch dominante mit ihr macht, aber irgendwo natürlich auch hier seine weiche Seite hat, weil sein Leben hier ja von Missbrauch und zwischenmenschlicher Kälte hier und der Angst, wieder verlassen zu werden, ganz einfach geprägt ist. Och, der arme Kerl. Und genau das hier ist die perfekte Jagd. Und gerade im Internet oder in den Mainstream-Medien, da hast du das so oft. Nein, wir wollen keine männliche Dominanz. Aber zeitgleich wird hier dieses Buch gekauft und die Blüte gelesen und reihenweise auch sich hier drinnen, auch bei mir, gerade von den Damen hier über Blümchensex hier beschwert. Ich meine, das Wort ist der Schatten der Tat. Ich sage das immer wieder. Und es ist ganz einfach so, dass beim Thema männliche Dominanz hier vielerorts das Gesagte hier mit der Optik gar nicht übereinstimmt. Und diese Gleichwertigkeit. Ich meine, wenn jetzt da die Frau feminin ist und hier ihr Mann aufsieht und wiederum hier, der wiederum hier dominant hier vorstellt, hey Schatzi, komm, machen wir heute mal das oder fahren wir heute mal dahin oder tun wir heute mal das und das und gehen wir heute mal da essen und so weiter und so fort. Ich meine, dann schlussfolgert das doch daraus hier nicht, dass sie hier als Mensch jetzt auf einmal nicht gleichberechtigt ist. Ich meine, was ist denn das bitte? Sie hat ja trotzdem noch ihre menschliche Gleichberechtigung. Meine Verlobte hier zum Beispiel, die sagt ja auch immer wieder, hey, nee, Schatz, ich habe heute darauf keinen Bock, nee, Schatz, ich mag heute nicht chinesisch essen, lass es doch zu Hause was kochen, ganz einfach. Und ich meine, die kann auch machen, was sie will. Die tut ja auch hier rauchen oder rausgehen mit ihren Freundinnen ganz einfach immer wieder aufs Markt. Ich meine, ich persönlich, ich kenne auch in meinem Umfeld wohlgemerkt, die Frauen in Beziehungen drin, die sind auch sehr erfüllt und alles, und da läuft es doch genauso. Da ist erfüllt der Ehe halt hauptsächlich maskulin, der Mann hier maskulin, diesen dominanten Part hier ganz einfach. Und bei denen klappt es doch auch. Also, das verstehe ich jetzt hier absolut nicht. Und nur weil ich jetzt hier nicht immer nach dem Mund von meiner Freundin hier rede, sondern ganz einfach immer Tacheles hier spreche und immer klar alles auskommuniziere, was hier gerade ganz einfach Sache ist, das bedeutet doch dann gleichzeitig, dass damit ihr Recht auf Gleichberechtigung ja abgesprochen ist. Also, andersrum, da hast du es ja ganz genauso. Und das erlebe ich ja auch hier drinnen jede Woche. Das ist schon seit Jahren. Da kommen ganz einfach irgendwelche Typen da ganz einfach an, da läuft das in der Beziehung super. Das sind doch total die netten Kerle. Bei etlichen hat es noch nicht einmal so sehr am Status ganz einfach gescheitert. Die haben alles ganz einfach für diese Frau gemacht. Und plötzlich ist da Schluss. Und dieses Merkmal haben sie komischerweise alle gemeinsam. Das taucht immer wieder auf in so wiederkehrenden Passagen in diesen ganzen Trennungsberichten. Ja, sie hat mich wegen einem Drogenabhängigen verlassen oder sie ist jetzt mit dem stadtbekannten Frauenheld zusammen. Zwei Wochen später ist sie jetzt mit einem Kerl zusammen, von dem bekannt war, dass er jede Ex von ihm von sich verprügelt hat. Lauter solche Sachen. Interessanterweise und äußerst bemerkenswert dabei ist die Tatsache, dass all diese Männer hier, die mir sowas geschrieben haben, so unterschiedlich auch sein mögen, genau dieses bestimmte Merkmal alle gemeinsam hatten. Und zwar, dass alle irgendwann im Laufe ihrer Beziehung immer mehr und mehr angefangen haben, dass sie hier diese komplette Dominanz hier in der Beziehung an ihre Frau komplett abgegeben haben. Und sie alleine hat dann praktisch nur noch bestimmt, wo es hier lang geht und was hier dann praktisch Sache ist. Diesen Nenner, den haben die wirklich alle gemeinsam gehabt, quer durch. Aber klar, Frauen wollen hier immer Beziehungen hier auf Augenhöhe und ja, keine männliche Dominanz. Werde selbstbewusst, werde stark. Schau dir einfach an, was für ein toller Typ du auch bist. Und dann als Drittes geht es eben. Werde der Mann, der du bist. Werde selbstbewusst, werde stark. Also wieder diese ganzen Kalendersprüche da ist, so nehme ich das jetzt hier wahr. Wenn du den Leuten keine Verhaltensweisen, keine Gewohnheiten und keine klare Strategie an die Hand gibst, dann sind solche Kalendersprüche ja völlig umsonst. Sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Das wird so, als würde ich mir Übergewichtigen sagen, sei einfach du selbst, werde stark. Dabei will der ja noch fitter werden. Dabei will der hier abnehmen.
Und dazu braucht er ganz einfach einen passenden Ernährungsplan hier und ein gezieltes Fitnesstraining. Der wird dadurch nicht fitter, wenn ich dem hier irgendwie solche tollen Sprüche da hinhau. Strategien. Und da muss man halt schauen, okay, was ist denn passiert? Was fand sie zum Beispiel attraktiv an mir? Und dann macht das wieder. Schau, dass ihr euch langsam wieder annähert. Das da jetzt, das ist der tödlichste Tipp. Das ist die tödlichste Empfehlung für Männer bei Ex zurück überhaupt. Mach einfach das, was sie toll fand, was sie attraktiv findet. Damit gibst du ja aber dein Selbst, dass du ja nach ihrer Aussage hier sein sollst, ja komplett auf, indem du ihre Realität zu deiner hier machst. Du schaust, okay, was gefällt ihr denn so? Und also, da mache ich das. Und dadurch bist du ja gar nicht mehr hier du selbst. Du tust dich ja hier immer an ihre Realität hier anpassen. Und sie somit hier dann unterbewusst und unbewusst dann immer weiter auf dem Podest hochheben hier. Oh, was gefällt dir denn so? Ja, da mache ich das. Oh, was findet sie denn jetzt so attraktiv? Ja, da mache ich das und so weiter. Solche Typen, die sind ganz einfach nur unattraktiv. Weiß doch jeder. Solche Dinge. Was hat euch begeistert zusammen? Wo wusste sie dich besonders wertzuschätzen? Und in der Zwischenzeit treffe auch andere Frauen. Weil sie hat dich verlassen, du bist Single zum aktuellen Zeitpunkt. Schau dich doch einfach mal um auf dem Markt, auch um zu sehen, wie ist das eigentlich so mit anderen. Warum nicht? Ja, und dann, wenn wieder... Einspruch, euer Ehren. Aus der Evolutionspsychologie, da kennt man das. Preselection nennt sich das. Dabei geht es ganz einfach auch um so biologische Fakten. Und das kannst du ja auch nicht verleugnen. Das lässt sich ja überall nachgucken. Dann kannst du überall schauen, da gibt es Doktorarbeiten dazu. Männer, die mit Frauen gesehen werden oder von Frauen ganz einfach umgeben sind, die wirken hochgradig attraktiver auf andere Frauen als wie Männer, die ganz einfach irgendwo im Club alleine ganz einfach hier rumstehen oder zu zweit sind. Und genau das, diese Preselection, die wirft hier so ihre Schatten natürlich da auf die Ex-Freunde. Mit anderen Worten, diese Regelung aus der Evolutionspsychologie, die greift natürlich da hier auch auf die Ex-Freunde. Ich meine, das ist ja auch eine Frau. Hingegen bei der Frau, da wirkt es ja absolut unattraktiv, wenn sie hier ständig mit anderen Typen hier gesehen wird. Das habe ich in diesem Video hier auch einmal dazu verdeutlicht, weil das ist nämlich unterbewusst und das kommt ja alles irgendwo aus dem Neandertal noch heraus, so eine Vaterschaftsunsicherheit ganz einfach impliziert. Aber das kapiert der Mainstream einfach nicht. Kannst du komplett vergessen. Das erkläre ich aber dann noch genauer im Coaching hier. Und zeige dann noch besonders dann den Mädels hier auf. Neben dem noch ein paar andere Faktoren dann auch, was hier da zählt, was hier ganz einfach dann nicht zählt. Fest steht aber, es zählt für beide Seiten hier, dass man sich und anderen Menschen absolut hier überhaupt nichts Gutes tut, wenn man sich hier mit anderen Frauen und Männern datet, obwohl man innerlich und für sich selbst gar nicht zu diesem Schritt bereit ist. Das ist so. Wenn man sich damit hier versucht, eine Ablenkung zu verschaffen, und das habe ich in diesem Video hier, gehe ich auch näher hier praktisch darauf ein, wieso dieses Allheilmittel mit diesem Such dir was Neues alles andere ist als Förderung hier zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung und somit hier auch diesen emotionalen Loslassen hier vom Ex. Und beides brauchst du ja hier, um ja überhaupt hier eine Chance beim Ex oder bei der Ex hier zu haben. Auch deine Frau, Ex-Frau, Freundin wieder sehr, sehr begeistert von dir sein und dich auch zurückhaben wollen. In dem Sinne, viel Spaß dann wieder bei der Zurückgewinnung deines Ex-Partners, Frau noch Ex-Partner und für meine Ex-Partnerin. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück bei der Liebe, lass es dir gut gehen, finde Liebe wieder neu in dir. Gib mir ein Abo, falls du noch nicht gemacht hast, ein Like und dann bis zum nächsten Mal. Finde Liebe wieder neu in dir. Finde Liebe wieder neu in dir. Ich meine, was soll das überhaupt bedeuten? Finde Liebe wieder neu in dir. Ich meine, was soll das überhaupt bedeuten? Also für mich ist es auch wieder so, also für mich jetzt hier in meiner Wahrnehmung, so wie ich das hier sehe, so wie das bei mir ankommt, das ist auch wieder so ein pseudo-tiefgründiger Kalenderspruch, von dem ich mir absolut nicht vorstellen kann, dass der zu irgendeiner positiven Wesensveränderung im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung geführt. Also die grundsätzliche Ausführung hier und diese drei Tipps hier aus diesem Ding, die sind schon recht eigen, meines Erachtens hier nach.
wo hier gerade hier am Anfang hier da so die Männer hier so verallgemeinert hier und so vereinfacht da diese Gedankenwelt von den Männern hier so beschrieben wird, mit diesem, ja, Mann denkt halt über Frau, ja, Frau okay, Frau ist da, okay, Frau ist nicht da, ist nicht okay, also wo man hier diesen Männern so ein Schwarz-Weiß-Denken hier vorwirft, wobei der Mann hier keinerlei Graustufen hier scheinbar zu kennen scheint, zumindest verstehe, wie gesagt, ich das hier so, und so kommt es hier auch bei mir an. Also, ich meine, ich versetze mich doch auch tagtäglich in die Gedankenwelt von anderen Menschen. Ich meine, ich analysiere ja auch. Ich meine, ich versuche ja auch zu verstehen. Und ich versetze mich da auch dabei hier auch an die Frauen hier, die hier auf mich hier zukommen, und versuche zu ergründen, warum jetzt hier gerade diese Frau hier sich so gerade fühlt oder warum sie gerade das hier durchmacht, was sie hier gerade durchmacht. Und ich meine, ich gestehe ja hier doch dabei auch, ob Mann oder Frau, besonders den Frauen hier auch dabei zu, dass sie hier mit Sicherheit auch hier sich in meine Welt hier auch, in mich hier auch hineinversetzen können. Ich meine, warum sollte das auch eine Frau nicht können? Meine Verlobte, die kann es ja auch. In diesem Sinne,